Heute machen wir weiter mit unserem Thema Kraftvoll statt erschöpft. Wenn dieses Video dir hilft, kommentiere das, schreib uns was, leite das an deine Freundin weiter. Das wird uns helfen, die Reichweite unserer Arbeit zu vergrößern und wir wären an der Stelle sehr dankbar. Heute unser Titel: Emotionaler Energieverbrauch kann man schwer messen. Ich habe sehr viele Gespräche in meiner Arbeit mit geistlicher Leiter und mit Leiter aller Art, die nicht nur hier bei uns in der Gemeinde sind, sondern auch in anderen Ländern und in anderen Gemeinden arbeiten. Und was ich dann sehr oft höre, ist, dass ich bin sehr erschöpft und ich weiß nicht genau, wo das herkommt. Ich muss dann mit Ihnen dann reden. Ich versuche dann zu analysieren, was Sie gerade gemacht haben. Und was man dann herausfindet, ist, dass Sie über eine längere Zeit Sie verschiedene Dinge in Ihrem Leben vernachlässigt haben. Und wir haben heutzutage so ein Wort, das wir sehr oft nutzen, und zwar das Wort Burnout oder ausgebrannt sein. Und ich möchte eine Definition geben von diesem Wort. Burnout ist das Ergebnis einer subtilen Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse über eine lange Zeit, bis man keine emotionalen Reserven mehr hat. Burnout ist eine moderne Krankheit. Es ist nicht nur eine nicht-christliche Krankheit oder eine christliche Krankheit, das ist etwas, was unsere ganze Gesellschaft beschäftigt. Letzte Woche hatten wir die vier verschiedenen Energiespeicher angeschaut. Und heute geht es um diesen emotionalen Energiespeicher oder wie ist es mit deinen Emotionen. Wenn wir von Burnout reden, dann gibt es drei verschiedene Stufen. So eine leichte Form so der Erschöpfung oder Burnout ist, wenn man über längere Zeit unter viel Strom gelebt hat, so unter viel Druck gelebt hat und du wirklich sehr irritiert bist von ganz vielen Dingen. Diese leichte Form habe ich in meinem eigenen Leben gemerkt. Ich weiß ganz genau, dass zu Momenten, wo ich dann viel Druck hatte, dass ich irritiert war mit meiner Frau, dass ich mit meinen Kindern nicht schön geredet habe. Manchmal musste ich dann hinterher mit allen reden und sagen, es tut mir wirklich leid für mein Verhalten. Das war eine leichte Form des Burnouts und ich habe das schnell erkannt. Musste dann meinen Terminkalender umplanen, damit es wieder anders geht. Eine zweite Stufe ist ein Gefühl der Panik. Dieses, ich möchte auf jeden Fall wegrennen, ich kann nicht mehr. Jeder Telefonat, jedes Gespräch, das ich führe, jeder Moment, wo jemand mich dann anspricht, ich will einfach wegrennen, mich verstecken und mit niemandem reden. Das ist eine zweite Stufe und das muss man erkennen, das muss man wahrnehmen. Sonst wird das noch schwerer. Vielleicht erkennst du auch, dass du nicht schlafen kannst oder jemand fragt dich was oder eine Antwort hast du normalerweise so parat und auf einmal hast du einfach nichts, was du sagen kannst. Du kannst keine Antwort geben, weil es einfach bei dir ist dann nichts mehr da auf Speicher. Und eine dritte Stufe, und hier geht es wirklich in eine ganz, ganz gefährliche Lebensphase und das ist, wo man alle Hoffnung aufgegeben hat, dass es jemals wieder besser werden kann. Und in so einer Phase bekommt man Suizidgefühle, wo man sagt, das lohnt sich nicht mehr, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich habe alles probiert und mein Leben endet sich nicht. Am besten beende ich mein Leben. Emotionale Energie ist die Energie, die wir aus unseren Emotionen verbrauchen. Viele sagen, dass wenn ich einfach mehr Zeit hätte, dann wäre alles dann auf einmal besser. Wenn der Tag mehr als 24 Stunden hätte, dann wäre alles besser. Wenn ich 30 Stunden hätte, dann könnte ich meinen Alltag gut bewältigen. Aber was wir meistens gar nicht merken, ist, dass es nicht nur um die Stunden geht. Es geht um eine ganz andere Sache. Es geht nämlich um den emotionalen Zustand
um unseren emotionalen Zustand und wozu wir in der Lage sind, was wir in dieser Zeit überhaupt schaffen können. Und da müssen wir uns sehr gut verwalten. Es gibt Dinge, die sehr viel emotionale Energie verbrauchen. Wenn man viele, viele große Sorgen hat, Leute, die zu uns gekommen sind, in den letzten Wochen kommen aus der Ukraine und haben ein ganz, ganz großes Trauma und der Trauma geht weiter. So diese ganz großen Sorgen, die sie haben, das wirkt natürlich auf ihre Emotionen und der emotionale Speicher wird ganz schnell leer. Wenn man mit viel Negativität zu tun hat, wenn du ständig kritisiert wirst, wenn du große Schuldgefühle hast, wenn du eine große Entscheidung treffen musst und du weißt nicht, was du tun sollst und das dich die ganze Zeit beschäftigt, wenn ich das Gefühl habe, dass die Arbeit zu viel ist und ich komme nie einfach ans Ende, so das kann mich unheimlich sehr bedrücken. Wenn ich meine Grenzen verschieben habe oder verschoben habe und sie nicht mehr gesund sind, das kann ja von mir dann sehr, sehr viel emotionale Energie verbrauchen. Und wenn ich dann mit Rückblick auf mein Leben schaue oder vielleicht auf einen Monat oder eine bestimmte Phase und ich nur ein ständiges negatives Reflektieren habe, das verbraucht auch ganz schön viel emotionale Energie. Wenn du dich erkennst in dem, was ich beschrieben habe, dann bist du gefährdet. Dann ist das, was wir sagen heute, was ich heute sage, genau das, was du brauchst für dein Leben. Eine Lösung in Bezug auf dieses Thema Burnout und du brauchst unbedingt deinen emotionalen Speicher wieder zu füllen. Die emotionale Energie verbraucht man in jedem Beruf. Egal, ob du in der Gemeinde tätig bist oder außerhalb, ob du ein Vater bist, eine Mutter bist, in Beziehungen bist, du verbrauchst überall emotionale Energie. Vielleicht ja für diejenigen, die in Gemeinden angestellt sind und mit geistlicher Arbeit zu tun haben, es wird sogar gesagt, dass diejenigen dann einen größeren oder noch größer gefährdet sind als viele andere, weil sie sehr viel mit ihren Emotionen zu tun haben. Sie haben emotionale Gespräche mit Menschen, die sie sehr lieben. Sie tragen in ihren Herzen so die emotionalen Dinge, die ihre Nachfolger im Leben erleben. Sie haben auch mit Negativität zu tun. Sie haben immer so die Hoffnung zu geben, wo sie innerlich vielleicht nicht die eigene Hoffnung haben. Und es wird auch sogar gesagt, dass wenn man eine Predigt bringt, an einem Sonntag in voller Power für eine Stunde, dass das gleicht einen ganzen Arbeitstag bei jemand anders. Aber wir erkennen das nicht. Wir denken, dass wir einfach das verkraften werden und es wird wieder gut werden. Nein, es wird nicht wieder gut werden. Wir müssen an unsere Energiespeicher, unsere emotionale Energiespeicher rangehen und dort an der Stelle etwas tun. Wir sind übrigens nicht alleine an dieser Stelle. Man kann auch ein Beispiel in der Bibel finden von Menschen, die auch erschöpft sind. Elia ist ein gutes Beispiel. Er erlebt einen ganz großen Sieg und kurze Zeit später sehen wir ihn und er sagt, Herr, ich bin ja absolut am Boden hier, nimm am besten du mein Leben. Hat auch ein Burnout gehabt in unserer Sprache. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir dieser emotionale Verbrauch auch nicht messen können. So, wenn ich da so die Treppe dann hoch renne oder wenn ich dann 5 Kilometer laufen gehe, dann kann ich jetzt auf meine kleine Uhr dann schauen, wie viele Kalorien habe ich verbraucht. Aber wenn ich emotional dann beansprucht werde, dann weiß ich nicht, was das gekostet hat. Und deswegen ist das sozusagen ein bisschen ein schwarzes Loch in unserem Leben, wo wir unbedingt so die Hilfe brauchen, damit wir wieder neu diese Speicher füllen können. Es ist schwer zu messen und deswegen ist es für uns ein Bereich, wo wir Beratung brauchen, wo wir andere Leute in unserem Umkreis und unserem Umfeld dann fragen müssen, wie gehst du damit um? Hilf mir einfach, das zu sehen. Hast du jetzt einen Vorschlag für mich, wie ich das besser machen kann?
In den nächsten zwei Wochen werde ich auch dann einige praktische Tipps und Hinweise geben, wie man diese Energiespeicher füllen kann. Jesus erkannte emotionalen Energieverbrauch. In Markus 6, Vers 30 bis 32 lesen wir Folgendes. Die Apostel kehrten zu Jesus zurück und berichteten, was sie getan und gelehrt hatten. Darauf sagte Jesus, kommt, wir ziehen uns an einem einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Denn ständig waren so viele Menschen um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden zu essen. So führen sie mit dem Boot an einem ruhigeren Ort. Jesus wusste, meine Jünger, sie brauchen einfach diesen Ruhemoment. Momente. Sie brauchen einen ruhigeren Ort, damit sie diese Energiespeicher wieder voll kriegen können. Meine Fragen für dich heute, damit du das anwenden kannst. Hast du deine emotionalen Bedürfnisse erkannt? Du bist auch ein emotionaler Mensch. Du hast auch emotionale Bedürfnisse. Zweitens, machst du genug, um deine Tanks zu füllen? Wie gesagt, in den nächsten zwei Wochen gibt es praktische Ideen und Hinweise dazu. Und drittens, schreib einen Termin in dein Kalender, wo du dich zurückziehen wirst und über diese wichtige Frage und Fragen in deinem Leben zu reflektieren. Wenn du das tust, dann wirst du vermeiden, dass du auch ein Burnout-Opfer wirst.